Wir waren damals so 90 Mitglieder. Verdi hatte dann extra Sekretäre zur Organisation exklusiv bei Amazon eingestellt und haben dann relativ schnell Mitglieder gewonnen. 300 waren wir relativ schnell und dann bewegte sich der Arbeitgeber auch. Letztes Jahr dann sogar, dass wir die Lohnerhöhung bekommen haben, die im Tarifvertrag so im Handel ausgehandelt wurde. 3%. Es sind kleine Schritte und kleine Erfolge, die wir erreicht haben. Der Arbeitgeber bewegt sich schon, auch wenn er es nie zugeben würde. Ist schon klar, dass das nur wegen der Organisierung war, um zu verhindern, dass nicht noch mehr Mitglieder eintreten bei Verdi, aber hat auch nicht funktioniert. Wie viele sind jetzt bei Verdi? Wir sind über 1000 Leute. Wir haben etwa 2.500 bis 2.800 festangestellte Mitarbeiter am Standort. Hallo, mein Name ist Andreas Gangel. Ich arbeite bei Amazon Bad Hersfeld. Das ist in Hessen. Arbeite dort seit 11 Jahren und gehöre zu der Gruppe, die sich erdreistet hat, bei Amazon zu versuchen, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Das haben wir zwar bis heute noch nicht erreicht. Bis heute ist der Arbeitgeber nicht bereit, mit uns überhaupt zu verhandeln. Wo wir 2011 angefangen haben zu organisieren, hatten wir viele Probleme. Keine Klimatisierung der Hallen, keine Lohnerhöhung über Jahre hinweg und noch weitere viele Probleme und hatten dann begonnen, zusammen mit der Gewerkschaft uns zu organisieren und haben über die Jahre jetzt schon einige Erfolge erreicht. Es gibt seitdem wieder regelmäßige Lohnerhöhungen. Wir haben ein geringes Weihnachtsgeld durchgesetzt, wo der Arbeitgeber damals gesagt hat, Weihnachtsgeld, das ist am Amerikaner überhaupt nicht zu verkaufen. Das ist ein Unding, aber es gibt das inzwischen. Die Hallen sind inzwischen klimatisiert, auch wenn es noch nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall ist da in der Richtung was gemacht worden. Trotz alledem gibt es immer noch weitere Probleme. Wir Arbeiter werden total überwacht, hier die totale Kontrolle. Vorgesetzte verstecken sich in den Reihen, um die Mitarbeiter zu beobachten. Es gibt Abmahnungen wegen wenigen Sekunden zu früh in die Pause. Betriebsrat haben wir auch, aber im Endeffekt bekommt er keine Entscheidungsmöglichkeiten, weil der Arbeitgeber sagt, das ist das, was wir machen. Wir sind nicht bereit, darüber zu verhandeln. Nehmt das oder lasst es bleiben. Somit kämpfen wir halt weiter in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann mal so stark sind, dass wir einen Tarifvertrag durchsetzen können. Wir sind halt in der Gewerkschaft Verdi, die für den Handel zuständig ist. Wir fordern den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels. Momentan sind wir von den Löhnen so ungefähr 10-15% unter dem, was im Tarif gezahlt werden würde. Wo wir 2013 haben wir angefangen zu streiken mit 200 Leuten bei einer Betriebsgröße zwischen 3.000 und 4.000 Mitarbeitern. Inzwischen streiken wir regelmäßig mit bis zu 700 Leuten. Dazu muss man sagen, dass wir halt auch eine relativ hohe Anzahl an Befristungen haben und für die wäre das, wenn sie mitstreiken würden, halt, dass sie dann keine Vertragsverlängerung mehr bekämen. Und deswegen das halt schwierig ist zu organisieren. Unter den Festangestellten sind wir eigentlich relativ gut organisiert. Wir haben 6 Standorte in Deutschland, die streikfähig sind, wo regelmäßig gestreikt wird, von 12 Standorten, also die Hälfte etwa, wo wir organisiert sind. Die anderen Standorte sind erst in den letzten Jahren eröffnet worden und da dauert es halt, bis da eine feste Belegschaft sich entwickelt und da dann auch organisiert werden kann. Wir sind dran, auch an anderen Standorten zu organisieren, aber das dauert halt seine Zeit. Wir tun uns auch vernetzen mit anderen Standorten außerhalb von Deutschland, europaweit. Treffen wir uns auch regelmäßig mit polnischen Kollegen, mit französischen Kollegen, Spanien, auch USA, um im Endeffekt weltweite Vernetzung machen, weil das Prinzip Amazon, wie die Arbeit geregelt wird, ist im Endeffekt in jedem Standort gleich. Es unterscheidet sich meistens nur durch die gesetzlichen Regelungen, die in den einzelnen Ländern herrschen. Wir in Deutschland haben halt einen Kündigungsschutz, deswegen haben wir mehr Möglichkeiten, uns zu wehren. Aber die Art und Weise, wie gearbeitet wird, wie Leistungsdruck ausgeübt wird, ist im Endeffekt in jedem Land gleich. Wie gesagt, ich komme aus Westdeutschland und wir haben vor Jahren dann Kontakte
bekommen zu Make Amazon Pay, die hier in Berlin Proteste organisiert haben und haben dadurch uns vernetzt und Gemeinsamkeiten gesucht und hatten auch letztes Jahr bei der Verleihung von Jeff Bezos für den Preis gemeinsam hier Proteste durchgeführt und dadurch bestehen halt Kontakte und habe die Einladung bekommen, an der heutigen Veranstaltung hier etwas zu dem Arbeitskampf bei Amazon zu sagen. Ich bin Nachrücker im Betriebsrat. Ich arbeite, wie gesagt, seit 11 Jahren, habe einen festen Arbeitsvertrag. Denkt man nicht, dass ich da von Kündigung betroffen bin, weil ich jetzt hier bei der Veranstaltung bin. Ich meine, mein Foto war vor vielen Jahren schon mal in der Seattle Zeitung. Irgendwie behandeln sie mich eher so, wir ignorieren dich hier. Also was mich persönlich ist. Andere wurden auch schon mal eher angegangen. Es ist ja eher die Gefahr, dass meine Abteilung geschlossen wird, weil sie da eher die Arbeitsplätze nach Polen verlagern wollen. Die arbeiten für 1/3 bis 1/4 zu den Löhnen, was wir bekommen. Da haben sie jetzt schon die Hälfte der Abteilung haben sie versetzt in andere Abteilungen. Und nur noch die körperlich eingeschränkt sind, durften bleiben. Wie das weitergeht, weiß halt keiner. Das sind momentan jetzt noch an die 200 Leute, die in der Abteilung arbeiten. Vor Jahren waren wir mal 700 in der Abteilung. Ja, haben so 20, 25 Streiktage im Jahr. Das können vereinzelte Tage sein oder auch mal eine ganze Woche. Werkstor blockieren tun wir nicht, weil wir ja im Endeffekt immer noch aus der Minderheit rausstreiken. Wir machen dann halt zum Schichtwechsel Streikposten, um halt auch die meinen, arbeiten zu gehen, noch zu überzeugen. Es bringt ja momentan nichts hier, da irgendwie gegen die Arbeitskollegen zu wettern hier, weil sie arbeiten gehen. Ich meine, die Arbeitskollegen, das sind ja nicht unsere Gegner. Der Gegner ist ja eigentlich der Arbeitgeber Amazon, der für diese Bedingungen sorgt und nicht unsere Arbeitskollegen. Ich weiß, dass Rücksendungen, die auch neuwertig sind, einfach auf dem Pfad gebucht werden, wo sie dann hinterher zerstört werden. Also das Zerstören selber habe ich nur von Arbeitskollegen erzählt bekommen, dass sie am Schredder gesessen haben und haben das Zeug in den Schredder geschmissen. Dann hatten wir die privaten Sender, die ab und zu dann mal kommen, aber die haben eigentlich gar kein Interesse an unserem Arbeitskampf, sondern die wollen halt irgendwo nur irgendwie einen Konflikt präsentieren, der zwischen der Belegschaft wäre was jetzt letztens war, da wurden extra Termine ausgemacht für Interviews, wo die Leute über mehrere Stunden interviewt wurden. Und am Ende wurden von den Leuten einzelne Sätze nur gezeigt, um dann irgendwo am Ende irgendwelchen Leuten einen Amazon-Gutschein zu überreichen. Das war total skurril. Also deswegen muss man da eher vorsichtig sein, weil wenn man damit sich der Presse zur Verfügung stellt, dann muss man schon auswählen, wo man davon ausgehen kann, dass sie wirklich auch Interesse zeigen, den Arbeitskampf hier so darzustellen, wie er auch ist. Hessischen Rundfunk, ist uns eigentlich ganz positiv gesinnt, also öffentlich-rechtlich halt. Diverse linke Medien mit Klasse gegen Klasse hatten wir Kontakt. Soz Online, das ist eigentlich ganz positiv. Bei den Privaten, wie gesagt, die haben halt eher das Interesse, Geld zu verdienen. Das ist mein Gefühl. Und denen geht es nicht darum, da irgendwo den Arbeitskampf darzustellen.